Hallo aus Atlanta und Achtung, es wird heute lecker. Zum Beispiel mit Chicago-Style Deep Dish Pizza. Erfunden wurde die Deep Dish Pizza natürlich in Chicago, wie der Name schon sagt, und zwar 1943. Diese Pizza hat eine ganz tiefe und dicke Kruste, irgendwie fast wie ein Kuchen. Und weil sie so dick und tief ist und in einer tiefen Pfanne gebacken wird, ist meistens die Tomatensauce ganz oben drauf und nicht der Käse, damit der nicht verbrennt. Watch my husband's life change in this moment. Oh, that looks so good. Wow. Thank you. Ansonsten gibt es diese Pizza in allen möglichen Variationen, mit Fleisch oder Pepperoni, aka Salami, aber auch vegetarisch. Auf jeden Fall ist diese Pizza wirklich richtig mega lecker und ich kann es euch nur empfehlen, die mal zu probieren. Nur weil der Name Chicago ist, heißt es nicht, dass ihr das nicht auch in anderen Staaten bekommen werdet. Außerdem kann ich empfehlen Crab Cakes. Crab Cakes wurden 1930 erfunden von einem Mann namens Crosby Gage. Crab Cakes sind quasi ein Grundnahrungsmittel im Staat New England. Es gibt aber Crab Cakes auch in allen möglichen anderen Küstenregionen, zum Beispiel in Florida oder Kalifornien, überall, wo es eben frischen Fisch gibt. Und gemacht wird es mit frischem Krabbenfleisch, Mayonnaise, Senf, Worcestersauce, Eier, frische Zitrone und ich kann es einfach nur empfehlen, es ist wirklich lecker. Außerdem kann ich empfehlen New Orleans Beignets. In New Orleans wird das häufig als Frühstück serviert oder auch als Brunch. Ich persönlich würde es eher als ein Dessert essen. Richtig, richtig lecker. Es wird gemunkelt, dass es wahrscheinlich von französischen Siedlern erfunden wurde. New Orleans Beignets wirst du in allen möglichen Südstaaten auf der Menükarte finden. Und irgendwie ist es ein bisschen ähnlich wie Donuts, aber irgendwie doch viel besser. Sie sind halt von innen sehr leicht und fluffig und von außen knusprig goldbraun. Super lecker. Häufig wird es mit Puderzucker bestäubt. Und wie Donuts auch, besteht es aus einem Hefeteig, der frittiert wird. Und es sind halt eher so kleine Stückchen statt so ein Riesendonut. Jedenfalls kann ich es sehr, sehr empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt als Frühstück, es sei denn, ihr mögt es gerne süß. Aber wie gesagt, zum Kaffee, wie so ein Kaffee und Kuchen, New Orleans Beignets sind awesome. Auch total lecker ist das Philly Cheesesteak Sandwich. Wo kommt es bloß her? Aus Philadelphia, deswegen heißt es Philly. Und es ist wirklich ein total klassisch amerikanisches Sandwich. Und was ist in diesem Sandwich drin? Das sind saftige Steakscheiben, Käse, Zwiebeln, Paprika, Pilze und Mayonnaise. Es ist irgendwie die perfekte Mischung zwischen dekadent und köstlich, salzig und cremig. Typischerweise ist das Sandwich so voll mit Sachen, dass beim Abbeißen dir überall das Fett langlaufen wird am Gesicht. Aber es ist einfach mal verdammt lecker. Vergiss nicht, dir eine Serviette zu schnappen. I know y'all get mad with me. About not having no napkin. Auch super lecker, habe ich vorher noch nie gesehen, sind Fried Green Tomatoes. Das sind frittierte grüne Tomaten. Warum sind die grün? Weil sie noch nicht reif sind natürlich. Ja, da werden also tatsächlich unreife grüne Tomaten genommen, in dicken Stücken geschnitten. Die werden gewürzt, Salz und Pfeffer und dann werden sie mit Maismehl überzogen und frittiert. Schmeckt unglaublich lecker, sage ich euch. Auch total lecker, ein Dessert ist Peach Cobbler. Peach Cobbler wurde wahrscheinlich von britischen Siedlern erfunden. Die hatten Probleme, ihre eigenen Rezepte zu verwirklichen und dann haben die sich den Peach Cobbler ausgedacht. Es gibt Peach Cobbler eher so hier in den Südstaaten. Und was ist es? Also man packt da in eine Auflaufform Pfirsiche, das kann man machen sowohl mit Pfirsichen aus der Dose als auch mit frischen Pfirsichen und beschichtet sie dann mit Teig oder mit
Keksen oder beides und das wird dann gebacken. Und weil es irgendwie kein richtiger Kuchen ist, aber auch nicht so ein richtiger Pie, hat man sich den Namen Cobbler ausgedacht. Das ist also so ein Zwischending dazwischen. Und serviert wird es häufig mit Vanilleeis. Schmeckt so gut. Auch empfehlenswert, Lobster Rolls. Das ist quasi eine Art Hummerbrötchen. Auch dieses Gericht kommt aus der New England Gegend, aber du wirst es auch in vielen anderen Küstenregionen finden. Was ist drin? Natürlich frisches Hummerfleisch, das auf einem gegrillten Brötchen serviert wird. Und was ist in der Füllung drin? Oft Butter, Zitrone, Salz, Pfeffer, aber auch Mayonnaise, Sellerie, Schalotten und typischerweise wird es serviert mit Kartoffelchips oder Pommes. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und schon wieder ein Dessert. Boston Cream Pie. Der wurde wohl 1856 von einem armenisch-französischen Küchenchef erfunden. Und zwar im Parker House Hotel in Boston. Das ist ein Kuchen, der besteht aus zwei Schichten. Eine Schicht ist Butterbiskuit, gefüllt mit dicker Vanillesoße und mit Rumsirup bestrichen. Dann wieder mit Puddingcreme überzogen. Auch manchmal mit gerösteten, geschnittenen Mandeln. Und natürlich mit Schokoladenfondant überzogen. Und habt ihr schon mal was von Jambalaya gehört? So lecker, sage ich euch. Hört sich irgendwie gar nicht amerikanisch an, ist es aber. Es ist typisch amerikanisch, hat aber natürlich ganz viel Einfluss von anderen Ländern. Es ist also ein Reisgericht mit französischem, afrikanischem und spanischem Einfluss. So hört sich's auch an. Jambalaya? Und was ist drin? Also hauptsächlich Fleisch und gemischtes Gemüse. Traditionell umfasst das Fleisch irgendeine Art von Wurst, oft auch geräuchertes Fleisch, Schweinefleisch oder Hühnchen, aber auch oft Meeresfrüchte, Langusten oder Garnelen und natürlich Gemüse, Zwiebeln, Sellerie, grüne Paprika, Okra, Karotten, Tomaten, Mais, Chilis oder Knoblauch. Nach dem Bräunen und Sortieren von Fleisch und Gemüse wird der Reis mit Gewürzen und Brühe hinzugefügt und das gesamte Gericht wird zusammengekocht, bis der Reis gar ist. Das ist also wie eine Schüssel Reis aus aller Welt, aber mega, mega lecker. Auch super lecker, Mississippi Mud Pie. Das ist also ein Dessertkuchen auf Schokoladenbasis, der wohl aus Mississippi stammt. Okay, es besteht aus vier Schichten einer Schokoladenkruste. Häufig wird es auch aus Oreo-Keksen gemacht. Dann Schokoladenkuchen, Schokoladenpudding und Schlagsahne. Einige Rezepte verwenden hierzu auch Cool Whip. Auch lecker, manchmal sind Walnüsse obendrauf. Den Mississippi Mud Pie habe ich selber auch schon häufig gemacht und es schmeckt einfach mega gut. 10 total verrückte neue Lebensmittel habe ich in diesem Video für euch. Macht's gut, tschüss!